Sei neugierig, sei offen, nimm alles mit, was geht, arbeite. Diese Zeit von Studium ist eine Zeit, wo man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, wo es eben darum geht, das eigene Profil zu finden. Je mehr man macht, desto mehr kann man das eingrenzen, desto mehr findet man, was man selber liebt. Und wenn man das selber liebt, dann wird man auch in irgendeiner Form Erfolg damit haben. Früher oder später, das ist relativ klar für mich. Olá, sou o Daniel, toco trombone e sou português. Estudar aqui na escola Hochschule für Musik in Dresden é uma coisa espetacular porque consigo ter umas boas condições para os meus estudos e ter um bom professor ao meu lado. Jans Unterrichtsstil ist stark geprägt durch eine sehr direkte Art und Weise. Also er ist sehr offen, aber auch sehr persönlich. Er kann einem menschlich auch sehr weit helfen. Für mich ist das Unterrichten und die musikalische Arbeit auch an der Basis extrem wichtig, denn das ist der Ausgangspunkt dafür, für alles, was später passieren kann. Wenn Leute gut ausgebildet sind, dann kann daraus sehr, sehr viel entstehen, welchen Karriereweg man geht, ob man ins Orchester geht, ob man Freelance macht, ob man eine Mischung macht oder ob man was ganz Eigenes daraus kreiert, das ist für mich gar nicht so wichtig. Aber gutes Unterrichten mit sehr guten Basics ist für mich sehr essentiell. Der Unterricht mit Jan ist vor allem immer sehr strukturiert und trotzdem nicht zu angespannt. Das ist immer eine lockere Atmosphäre und ja, einfach guter Unterricht. Was mir persönlich sehr hilft, ist das Arbeiten mit vielen Hilfsmitteln. Beispielsweise viel zu singen, nur mit der Luft zu üben. Sowas bringt mich sehr viel weiter. Sowas hatte ich bei anderen Lehrern vorher auch noch nicht so wirklich. Hamburg에서 배웠던 거랑 다른 것들을 독일에서 배울 수 있게 되었고 지금 선생님, 지금 얀 도너 선생님과 배우면서 되게 많은 생각을 하게 되었고 미래를 계획하게 되었습니다. Die Hochschule ist für mich ein Ort, wo man experimentieren kann, wo man sich entwickeln kann. Wo es, wenn man danach aktiv sucht, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ich finde, es ist ein sehr lebendiges und produktives Umfeld hier. Besonders an dieser Hochschule finde ich die kulturelle Vielfalt. Die Studenten sind sehr international. Man findet aus jeder Nationalität, aus jedem Land jemanden, der hier ist und ein toller Musiker ist. Ich würde es als sehr kollegial, fast schon familiär beschreiben. Es gibt beispielsweise vom Studierendenrat sehr viele Veranstaltungen, nicht nur auf musikalischer Ebene und vor allem auch auf nicht musikalischer Ebene. Wenn man über den Gang läuft, man trifft eigentlich immer jemanden, den man kennt oder mit dem man sogar schon mal zusammengespielt hat. Und das ist einfach ja, entspannt und immer wieder schön hier. Grundlegend finde ich, ist Musik immer eine Form von Kommunikation. Und Kammermusik ist eine kleine Brennzelle, wo Kommunikation geübt werden kann, wo es stattfinden kann. Zum anderen finde ich, ist Posaune im Orchester eher eine Klangfarbe. Man muss sehr gut zusammenspielen können. Das hat sehr viel mit Timing, Intonation, Reaktionsvermögen zu tun. Denn das ist was, was für Blechbläserensemble, für das große Sinfonieorchester, für das Blasorchester wirklich bereichernd sein kann. 제 꿈은 독일에서 오케스트라를 하는 것이 꿈이고요. 그것을 이루기 위해서 지금 얀 도너 선생님과 열심히 공부하고 있습니다. 이 Stadt Dresden ist sehr viel durch Tradition geprägt. Man sieht das an der Architektur. Deshalb ist auch sehr viel Kultur spürbar. Wir haben zwei sehr große Orchester, wir haben viele Theaterbühnen und da gibt es sehr viel
Inspiration für Künstler und auch Musiker im Speziellen. Die Posaune hat nicht unbedingt nur einen Klang, sondern sie hat wie eine menschliche Stimme immer einen anderen Klang. Für mich ist Posaune eigentlich immer, wenn ich in der Aufnahmeprüfung sitze, in einem Konzert sitze, finde ich es schön, wenn es einen warmen, runden, reichen, obertonreichen Klang hat. Die Posaune ist ein Instrument, was mich schon seit meiner Kindheit sehr begeistert hat. Es macht mir sehr viel Spaß, zu spielen, zu üben, besser zu werden und mich damit weiterzuentwickeln. Posaune ist für mich ein Mittel, um meiner Person in musikalischer Weise Ausdruck zu verleihen. Ich finde es wichtig, dass auch Sozialverhalten, Sozialformen mit weitergegeben werden. Die Art, wie man miteinander umgeht in Proben, wie man organisiert, das ist was ich extrem wichtig finde, dass man das hier austesten kann. Denn nur so ist es möglich, dass Prozesse entstehen, und Prozesse sind Entwicklung. Entwicklung ist was man total genießen kann.